Ihr habt mich gefragt, Markus, was nimmst du eigentlich als Grundausstattung in deinem Kasten mit? Und das will ich euch heute zeigen. Wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Montag 18.30 Uhr und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Markus von Fan for Van und heute geht es um ein Thema, das auch wieder natürlich mit dem Wohnmobil zu tun hat. Und zwar um ein grundlegendes Thema. Welche Grundausrüstung nimmst du mit auf so einer Wohnmobiltour? Und da gibt es schon ganz viele Videos dazu. Und ich habe mich dennoch dazu entschlossen, denn viele von euch haben mich aufgrund der Roomtour dieses Fahrzeugs, die ich hier oben nochmal einblende, angesprochen und gesagt, ja, was nimmst du denn da alles mit? Wir haben so vereinzelt ein paar Sachen gesehen. Zeig doch alles mal, was du so mitnimmst. Hast du da noch ein paar Tipps und Tricks? Natürlich habe ich die. Und eines ist dabei, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, denn wenn wir das Ganze hier betrachten, dann ist das ein Kastenwagen und ich nehme mit Sicherheit andere grundlegende Dinge mit als Wohnmobilisten, die ein riesengroßes Wohnmobil fahren. Ich muss ein bisschen auf Platz gucken, ich muss ein bisschen auf Gewicht gucken und ich muss natürlich auch gucken, wo sind meine Ziele, was sind meine Bedürfnisse und deswegen auch ganz wichtig, wenn ihr euch dieses Video anschaut, das sind einfach meine Erfahrungen, meine Tipps. Am Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden. Deshalb glaube ich, ist es auch so gut, dass es so viele Videos dazu gibt, denn da könnt ihr alles aufsaugen, das habe ich genauso gemacht und ihr zieht euch einfach überall das Beste raus und am Schluss habt ihr die für euch perfekte Grundausstattung für so ein Wohnmobil. Ich habe mir gedacht, ich teile das alles ein bisschen auf. Ich gehe erstmal auf Sachen ein, die wirklich mit dem Fahrzeug zu tun haben. Dann kümmere ich mich um Sachen wie Küche und danach um das Badezimmer oder Sanitärangelegenheiten. Ich habe auch auf der Webseite noch einiges dazu gemacht. Dazu aber später mehr. Fangen wir gleich an und zwar mit der Grundausstattung im Fahrzeug. Und da darf natürlich eines überhaupt nicht fehlen. Das ist der Tisch, denn damit kann ich euch auch alles am besten präsentieren. Also bauen wir mal den Tisch auf. Eines ist auch noch wichtig. Ich habe jetzt wahrscheinlich bei den ganzen Artikeln oder Gegenständen nicht immer den perfekten Artikelname bereit. Ich weiß, es ist ein Tisch, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr von welcher Firma. Von Berger. Aber wo ihr dieses ganze Equipment kriegt, wenn euch das interessiert, das verlinke ich euch natürlich unten oder ihr seht es auf der Webseite, damit ihr da nicht so lange danach suchen müsst. Voilà, das Ding ist fertig. So, zum Tisch brauchst du natürlich noch Stühle. Da haben wir ganz einfache Klappstühle. Wir haben uns für diese Variante von Stühlen entschlossen und nicht für so große Liegestühle etc., weil wir sagen, wir sind mit dem Kastenwagen unterwegs und da ist uns der Platz für so große Stühle zu schade. Wir vermissen sie nicht. Deswegen ist das für uns eigentlich eine perfekte Lösung. Also Stühle haben wir immer drei mit. Als nächstes, grundlegend, ist natürlich so eine Gasflasche. Echt wichtig. Und jetzt sagt ihr, mein Gott, was hat denn der so eine Mäuseflasche dabei? Hat bei uns einfach den Grund, dass wir mit Diesel heizen und das Gas wirklich nur zum Kochen brauchen. Und wenn ihr meinen Kanal schon länger anschaut, dann wisst ihr das ja auch. Ich bin jetzt nicht der große Koch vor dem Herrn und wir genießen es eher, wenn wir auf Tour sind, draußen irgendwo rumzulaufen, dort zu essen und so weiter. Deswegen brauchen wir auch ganz, ganz wenig Gas und da ist das für uns natürlich perfekt. Und wir machen gleich mal weiter. Und zwar kümmern wir uns jetzt mal um den Strom. Und da zeige ich euch mal, hoppale, was ich da alles so mit habe. Einmal, was ich habe, ist so ein Regenschutz, wenn die Stromkabel draußen rumliegt, dass, sollte es regnen, da nichts passieren kann. Also, das ist einmal eine Geschichte, finde ich super praktisch und wichtig. Deswegen kommt die bei mir auf die Habenseite. Dann habe ich Adapterkabel dabei. Und zwar Adapterkabel für die Stromsteckdosen, wenn du beim Stellplatz einmal rausgehst und einmal, wenn du in das Auto wieder reingehst. Deswegen habe ich hier einmal männlich und einmal weiblich. Schau mal, dass ihr das so sehen könnt. Genau, die machen immer Sinn. Sind auch überall eigentlich Standard. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, aber ohne die kommst du auch definitiv nicht aus. So, was habe ich noch? Ich habe hier noch natürlich ein Verlängerungskabel. Und jetzt sagen viele von euch, wow, warum nimmt ihr keine Kabeltrommel mit, nur so wenig Kabel? Ja, das ist richtig. Ich habe hier nur so ein 10 Meter Kabel. Hat mir aber bisher immer ausgereicht. Kabeltrommel ist mir ehrlicherweise einfach zu schwer, denn ich achte schon darauf, dass ich gute Kabel nehme, die auch wirklich für den Outdoor-Bereich geeignet sind, wo es auch mal regnen kann und die da abkönnen, wo auch mein Auto drüber fahren kann. Bei Strom bin ich einfach ein Schisser und da will ich, dass das alles safe ist. Deswegen ist so ein Kabel schon auch relativ schwer. Und wenn ich den Platz und die Muße habe, dann nehme ich auch gerne mal bei so einem Kabel einfach mal zwei mit und verlängere die
und mache dann in die Mitte dieses Ding hier rein, damit das auch geschützt bleibt. Und dann funktioniert das alles hervorragend. Also es ist bei mir wirklich aus Platzgründen, dass ich da keine Kabeltrommel mitnehme. Dann würde ich sagen, machen wir einfach gleich mal mit dem Wasser weiter. Einmal habe ich keine Gießkanne, sondern ich verwende hier so einen Faltkanister. Da gehen 12 Liter rein und du hast hier auch noch so einen Auslassstutzen mit bei. Das ist sehr, sehr praktisch, denn da kannst du wirklich das Wasser dann ganz schön wieder in dein Auto einfüllen. Passt genau rein. Dieser Wasserkanister ist deswegen auch so interessant, finde ich, weil du brauchst da einfach nicht viel Platz und er ist nicht sehr schwer. Ja, und beim Frischwasserschlauch, da ist die Thematik eigentlich auch super simpel. Ich habe hier zwei dabei. Warum? Weil ich einmal einen kurzen habe und einmal einen längeren Schlauch mitnehme, die ich auch natürlich miteinander kombinieren kann. Warum mache ich das? Weil ich nicht möchte, dass der Frischwasserschlauch so im Dreck rumhängt. Und deswegen reicht mir ganz oft dieser kurze, weil gerade auf Stellplätzen hast du in der Regel keine weiten Wege für das Wasser. Und da nehme ich sehr, sehr gerne diesen kleinen her. Und wie gesagt, wenn es nicht reicht, dann verlängere ich den natürlich. Beim Schlauch selber habe ich darauf geachtet, dass ich einen Schlauch verwende, wo keine Weichmacher drin sind, weil das natürlich sehr gesundheitsschädlich ist. Und wie gesagt, Frischwasser, da möchte ich einfach keinen Blödsinn bauen. Deswegen habe ich da sehr, sehr großen Wert drauf gelegt. Ganz wichtig bei dieser ganzen Schlauchthematik ist, oder was heißt wichtig, aber ich finde es praktisch, ich habe mir dann hier noch so einen Zusatzschnupsel gebaut. Den kann ich auch wieder, zeige ich euch, weil das ist auch wichtig. Ich habe hier auch immer eine Tüte mit den ganzen Adaptern dabei. Und diese ganzen Adapter, die brauchst du, weil einfach diese Wasseranschlüsse immer irgendwie unterschiedlich sind. Und da brauchst du mal verschiedene Schellen und verschiedene Adapter. Und das ist so mein Grundset, das ich immer dabei habe. Und damit bin ich eigentlich überall gut gefahren. Mit diesen Adaptern, darauf wollte ich ja gerade hinaus, kann ich also hier rangehen und kann dann hier rangehen. Und das Schöne ist, wenn ich dann das Wasser einlasse in das Fahrzeug, kann ich hier Start und Stopp machen. Und damit spare ich mir natürlich viel Sauerei. Und wer es auch schon entdeckt hat, das ist dieses Gerät. Das habe ich mir in dem Fall von Gardena geholt. Und was das macht, ist ganz einfach. Und zwar ist das ein Wasserzähler. Das Wasser, das hier durchläuft, wird hier gezählt. Das ist manchmal sehr, sehr hilfreich, wenn du mit dem Gewicht ein bisschen hantieren musst und du weißt, naja, du darfst eigentlich nur 40 Liter mit auftanken. Das sind so meine kleinen Hilfsmittel, die ich da mitnehme. Das Ganze habe ich einfach in so eine Tüte reingeschmissen. Schau, dass das immer schön sauber bleibt und schau auch, dass das immer von allen anderen Sachen schön getrennt bleibt. Zur Grundausstattung gehört noch immer so ein Seilchen. Das kannst du hernehmen, um Wäsche zu spannen. Das kannst du mal hernehmen, um irgendwas anderes abzuspannen, weil irgendwie du noch eine Plane spannen möchtest. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele tausend Einsatzmöglichkeiten und das ist immer Gold wert. Also so ein Seil, immer top. Was habe ich noch dabei in der Grundausstattung? Das sind hier so Einmalhandschuhe, das heißt Einmalhandschuhe, die kannst du immer wieder hernehmen. Das sind hier so Gummihandschuhe. Einfach, wenn du in die Situation kommst, deine Toilette ausleeren zu müssen, so reinigen zu müssen und das ist alles nicht ganz so schön und sauber, hast du halt gerne mal so Handschuhe dabei, um das Ganze ordentlich abzuwickeln. Jetzt ganz wichtig, was wirklich zur Grundausstattung von so einem Fahrzeug noch gehört. Und das hole ich hier mal hervor. Ta-ta-ta-ta. Jetzt sagt ihr, was ist denn das? Das ist wie so ein Auffahrkeil im Prinzip. Ich habe damals ganz billig bin ich an diese Dinger rangekommen, weil das jemand anders verkauft hat. Die waren noch niegelnagelneu, die sind eigentlich kaum benutzt. Das sind Luftkissen, wo du, wenn dein Auto schräg steht, fährst du da einfach mit dem Reifen drauf und dann kannst du das mit einer Luftpumpe aufpumpen. Und das ersetzt quasi den Auffahrkeil. Ich finde es mega praktisch. Ich finde es sau teuer. Also ich hätte mir das jetzt so nie gekauft, wenn ich da eben nicht über eBay günstig rangekommen wäre. Aber die sind mega praktikabel, weil mit diesen Auffahrkeilen kannst du dir schon viel kaputt machen, wenn du mal drüber schießt oder keine Ahnung was. Das kann dir hier einfach nicht passieren. Das ist also hier schon cool. Aber wie gesagt, Preis-Leistung ist so die Sache. Und bei mir passt es halt super ins Auto rein. Ich schlicht das hier einfach an die Seite. Perfekt dafür. Wenn wir dann bei der Grundausstattung sind und du sowas mitnimmst, ist natürlich eine Sache auch noch ganz, ganz entscheidend. Und zwar die Luftpumpe, weil sonst bringen dir die Kissen gar nichts. Luftpumpe, jetzt sagt ihr auch, jetzt redet er von Minimalismus und dann nimmt er so ein Zeug mit. Aber wir sind ja zu dritt unterwegs mit kleinem Kind und da hast du immer irgendein Schlauchboot oder irgendeine Luftmatratze zum Aufpumpen. Also insofern brauche ich die sowieso. Ja, eine Geschichte, wenn du eine Markise hast, darf in der Grundausstattung, finde ich, auch nicht fehlen. Hoppala. Und zwar ist das was zum Abspannen der Markise. Und da hast du hier so eine Feder mit bei.
Denn wenn ich auch schon eins im Leben gelernt habe, nachgeben macht oft Sinn. Und so ist es eben auch bei einer Markise. Wenn der Wind recht stark ist, dann gibt diese Feder hier mal ein bisschen nach. Und dennoch ist alles super fest abgespannt. Hilft nicht beim Hurricane, brauchen wir uns auch nichts vormachen, aber für so ein leichtes Windchen die Markise abspannen ist schon durchaus sinnvoll. Und wenn wir schon beim Markise abspannen sind, dann habe ich noch dieses Teil hier immer mit, um eben gewisse Sachen abzuspannen. Da hast du verschiedene Heringe drinnen. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr praktisches Set. Es ist super leicht, es ist mega praktikabel, weil egal welchen Boden du hast immer irgendwelche Erdnägel, die du da reinschrauben kannst, wieder rausschrauben kannst. Das ist auch deswegen toll, weil ich dadurch überhaupt keinen Hammer mitführe. Also ich mag das gerne und finde das richtig klasse. Jetzt kommen wir noch zu der letzten Schublade hier bei der Grundausstattung. Und zwar ist das meine MacGyver-Schublade. Was habe ich da alles drinnen? Einmal habe ich ganz wichtig so ein Leatherman drin. Einfach so ein Tool, ein Messer, wo du eine Zange mit bei hast. Das brauchst du immer irgendwie. Irgendwie brauchst du immer eine Zange, ein Messer. Das ist ständig dabei. Also insofern ganz, ganz wichtig auf der Habenseite. Auch ganz, ganz wichtig ist dieses Panzerklebeband oder Gaffer. Ich habe da immer nur kleine Rollen dabei, weil das muss eigentlich reichen. Aber wenn du irgendwas fixen musst, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, dann ist das Gold wert, weil das hebt wie Bombe. Du musst nicht gleich was bohren oder schrauben oder irgendwas. Du klebst einfach mal zusammen, so lange, bis du eben wieder an der Werkstatt bist oder selber die Möglichkeit hast, das ordentlich zu reparieren. Also dieses Klebeband, Gold wert. So, die Männer unter euch werden jetzt die Hände über die Köpfe zusammenschlagen, und zwar zu Recht, weil ich mein Werkzeug hier in so einer Plastiktüte dabei habe. Aber für mich halt super praktikabel, weil es einfach hier in diese Schublade reinpasst. Also perfekt. So, und was habe ich neben Messer und Zange und alles noch dabei? Ich habe noch Schraubendreher dabei und habe da immer so ein Toolkit dabei. Gott, jetzt fällt es auch noch runter. Wo ich alles an Kreuzschlitz, an Torx dabei habe. Torx ist ganz wichtig, wenn du mit so einem Fiat unterwegs bist, weil hier hast du in der Regel immer irgendwelche Torx-Schrauben, die du aufkriegen musst. Also insofern auch eine tolle Geschichte und sollte immer in so einem Auto mit dabei sein. Und jetzt der letzte Punkt, der mir einfach so auch immer wichtig ist. Ich habe hier auch immer Ersatzglühbirnen dabei, falls mir das Licht mal kaputt geht. Safety first, ich finde, das sollte auch zu jeder Grundausstattung gehören. Ja, was meiner Meinung nach bei der Grundausstattung eines Wohnmobils auch nicht fehlen darf, ist neben dem Besen, um drinnen ein bisschen für Ordnung zu sorgen, auch so ein Fußabstreifer, denn der hilft schon ganz viel, um diesen hier wieder weniger einsetzen zu müssen. So, dann machen wir mal weiter mit der Küche. Und da habe ich jetzt als nächstes einen Eimer mit bei. So ein Eimer ist immer sinnvoll, weil du hast immer irgendwas, was du mal wegbringen musst. Und ich finde diese Klappeimer hervorragend, weil den kannst du in der Größe auch einfach mal schnell unter das Auto stellen, wenn da irgendwas wäre. Oder du klappst ihn ganz aus und kannst damit einfach auch mal dein Geschirr zum Abspülen bringen, was auch immer. Und insofern hat sich der echt bewährt. Nächster Punkt in der Küche ist natürlich das Geschirr. Und da haben wir Teller von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Corel, made in USA. Das Besondere an diesen Tellern ist, das ist kein Plastikzeug, sondern das ist irgendwie mehrfach gepresstes Glas. Und da isst du wirklich wie von Porzellan. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Und der Vorteil ist aber, die gehen nicht kaputt. Und zwar durch diese Mehrfachpressung dieses Glas sind die super stabil. Und das habe ich mal auf einer Messe gesehen und war da ganz angetan. Da haben wir uns die gleich gekauft. Und das ist echt zum Essen toll und für den Campingbereich wirklich einsetzbar, weil sie einfach nicht kaputt gehen. Und da haben wir natürlich auch solche Becherchen dazu. Besteck brauchst du natürlich auch, ganz klar. Da haben wir so ein Standardbesteck. Reicht für uns, für unsere Zwecke vollkommen aus. Ist praktikabel, kannst du gut abspülen. Kommen wir zu den Gläsern. Und da haben wir, finde ich, auch was ganz Besonderes. Das Tolle an denen ist jedenfalls, dass sie hier unten so Magneten dran haben. Und ich zeige euch das mal, wie wir das im Schrank eingebaut haben. Du legst sie einfach, du stellst sie einfach so rein und die fallen nicht um und gar nichts. Und dasselbe haben wir auch mit echten Weingläsern. Und das ist natürlich hervorragend, weil das macht richtig Spaß, aus denen zu trinken. Eh klar. Aber sie fallen dir auch nicht um. Und das habe ich jetzt wirklich über so viele Kilometer schon erprobt. Die stellen wir einfach oben in den Schrank rein und die halten Bombe. Also da bin ich total begeistert von. Gläser. Jetzt haben wir die Weingläser, was in so einer Grundausstattung auch nicht fehlen darf. Das ist der Korkenzieher. Weiter geht's natürlich zum Brotzeitmachen. Sind immer solche Schneidebretter gut, damit du dir auch dein Möbeljahr nicht kaputt machst. Und da haben wir jetzt einfach so ganz simple Schneide, ich weiß gar nicht, wie wir das nennen, Folien sind das ja schon fast. Geholt bei einem großen schwedischen Einrichtungshaus. Super preiswert, mega praktikabel, perfekt für unseren Einsatzbereich. Was haben wir noch? Wir haben natürlich einen Wasserkocher mit und ihr seht schon, ich stehe auf Falten.
Wenn ich sonst schon niemanden zusammenfalte, dann wenigstens die Teekanne. Und dasselbe haben wir auch als Kochtopf. Sollten wir wirklich mal in die Verlegenheit kommen zu kochen, dann ist das auch wieder super platzsparend bei uns untergebracht. Und du hast hier einen Kochtopf, zack, und die Sache ist gut. Also sowas darf dir natürlich in der Küche auch nicht fehlen. Was hast du noch in der Küche? In der Grundausstattung immer Pflicht, finde ich, ist Küchenkrepp, auch immer gut. Und wenn wir schon beim Saubermachen sind, ich bin ein Verfechter von Mikrofasertüchern, weil ich mag einfach Putzmittel nicht so gerne, weil das greift meistens das Mobiliar an oder den Spiegel oder das Glas. Gerade natürlich bei uns Campern ist das Glas, dieses Plexiglas, sehr sensibel. Ich reinige, soweit das geht, immer nur mit Wasser und Mikrofasertücher. Da habe ich ein bisschen groberes, um den Schmutz aufzunehmen, und dann ein ganz feines, um nachzupolieren. Darf in der Küche auch nicht fehlen. Und wenn wir schon beim Saubermachen sind, natürlich spüle ich mein Geschirr mit Spülmittel ab. Das dann schon, ganz klar. Da brauchst du auch einen Schwamm mit dazu. Und was natürlich auch sinnvoll ist, sind Geschirrtücher zum Abtrocknen danach. Und jetzt kommt noch ein Ding dazu, das bei mir auf gar keinen Fall fehlen darf. Und zwar ist das meine Kaffeemaschine. Ich habe keine Bialetti dabei, da habe ich ja auch schon viel Ärger bekommen im Netz. Nicht, weil ich die nicht mag, sondern einfach, weil ich nicht so auf Mokka-Kaffee stehe, und ich mag einfach echt gerne Espresso. Und das reicht mir auch, trinke einfach nur gerne Espresso, und deswegen habe ich hier diese kleine Handmaschine dabei. Das funktioniert für mich hervorragend, aber ist ja auch egal, was ihr da mitnimmt. Vergesst es einfach nur nicht, weil ihr wisst, wie das ist, wenn man morgens aufsteht und man braucht Kaffee und man kriegt den nicht. So, und das allerletzte, was für die Küche noch super wichtig ist, sind Mülltüten. Das war's von meiner Seite zum Thema Küche. Ihr findet auch bei mir wieder auf der Webseite unter den Checklisten das alles in der Checkliste und noch ein bisschen mehr, weil ich gebe wirklich zu, in der Küche bin ich nicht das Maß aller Dinge. Da leben wir wirklich absolut minimalistisch. Aber so ist es halt. Ich will da ja kein Blatt vom Mund nehmen. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch die Grundausstattung im Sanitärbereich. Das fängt ganz einfach an, ist vollkommen klar. Ihr braucht natürlich Toilettenpapier. Am besten irgendein dünnes Toilettenpapier, dass es sich auch in der Campingtoilette gut auflöst. Wenn wir schon bei der Campingtoilette sind, ist auch klar, ihr braucht Sanitärflüssigkeit oder Tabs oder was auch immer. Warum ich das in so kleinen Fläschchen habe, da habe ich schon mal einen Film drüber gezeigt. Egal wie ihr es mitnimmt, nehmt es einfach mit. Das ist das eine. Dann brauchst du natürlich auch in der Grundausstattung immer irgendwie eine Seife, um Hände zu waschen. Und wenn du die Hände gewaschen hast, brauchst du ein Abdrucktuch. Da haben wir so ganz kleine Handtücher dabei, die wir immer wieder auswechseln können. Die passen in die Küche und passen überall gut rein. Und wir haben natürlich auch größere Handtücher dabei. Und wenn wir sagen Grundausstattung, dann rede ich hier von so Mikrofaserhandtüchern. Das ist nicht jedermanns Sache, aber wir haben jetzt wirklich welche gefunden, die hervorragend funktionieren. Wir haben da ein bisschen kleinere, wenn es nur so um Zähneputzen und so weiter geht. Wir haben aber auch große, wenn es zum Duschen geht. Wie gesagt, das Gewöhnungssache, das ist natürlich nicht dasselbe Feeling wie ein Frotti-Handtuch. Auf großen Touren nehmen wir sowas auch mit, natürlich auch so Strandhandtücher und so weiter, aber wir reden ja wirklich von Grundausstattung, und insofern ist das für mich eine Grundausstattung, ist super praktikabel, weil es funktioniert, es trocknet super schnell, das ist beim Camping auch immer wichtig, es ist leicht, es ist klein, also insofern finde ich das Bombe. Und was wir auch immer noch dabei haben, was bei uns zur Grundausstattung dazugehört, das ist so ein kleines Reihen der Tube, wenn man mal irgendwas waschen möchte an Wäsche. Also gerade so Handtücher oder mal T-Shirts, da haben wir immer so ein kleines Ding dabei. Ja, liebe Leute, das war also jetzt der Film zur Grundausstattung. Mir ist vollkommen klar, dass ich den ein oder anderen von euch, der schon seit zig Jahren unterwegs ist, damit vielleicht ein bisschen gelangweilt hat. Aber vielleicht habe ich auch das ein oder andere gezeigt, was ihr noch nicht kanntet oder sagt, das ist eigentlich auch praktisch, wechsle ich mal. Ich gebe zu, ich gucke mir das immer wieder gerne an. Deswegen blende ich euch hier oben mal eine Playlist ein, wo ich alle YouTuber mal zusammengestellt habe, die irgendwas über die Grundausstattung berichten. Denn ich finde, man kann da gar nicht genug sehen, und man soll sich einfach überall das rausziehen, was einem was bringt. Den Neulingen unter euch sei gesagt, das hier war jetzt wirklich so eine Kombination oder der Versuch, eine Kombination herzustellen zwischen auf der einen Seite Luxus, auf der anderen Seite auch wirklich Minimalismus. Ja? Also man kann da definitiv mehr mitnehmen mit Abwasserschläuchen etc. pp. Und wenn ihr wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch vermisst habt oder zu was ihr noch Fragen habt, was euch aufgefallen ist oder was ihr ganz doof findet. Denn am Ende hilft uns das ja allen, wenn wir uns einfach wirklich austauschen und wenn man da ein bisschen lesen kann, wenn wir da so eine Plattform gestalten. Insofern sage ich schon mal im Voraus vielen Dank für eure ganzen Kommentare, und ich versuche auch jedem Einzelnen so schnell wie möglich darauf zu antworten. Lasst doch gerne ein Like da, das belohnt mich immer für die Mühe eines dieser Filme. Und ihr könnt auch gerne ein Dislike da lassen, da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit. Aber auch dann schreibt mir bitte in die Kommentare, warum. Denn diese Dislikes sind für mich immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, gefällt euch einfach nur mein Gesicht nicht oder das, was ich rede, oder sind es die Inhalte? Also gebt mir da gerne ein bisschen Feedback. Ich bin total kritikfähig. Im Gegenteil, ich freue mich sogar drüber, denn dann kann ich ja am Ende die Filme für euch nur besser machen. Auch dafür im Vorab schon mal vielen, vielen Dank.
Und wenn ihr ganz wild seid, dann lasst ihr sogar ein Abo da. Gerade wenn ihr die kleine Glocke noch markiert, dann verpasst ihr keinen Film mehr. Aber ihr wisst ja jetzt, Montag 18.30 Uhr wieder neuer Film von Fan for Van. Bis dahin, ich wünsche euch ganz tolle Reisen, kommt gesund wieder und ich freue mich auf euch. Euer Markus. Ciao.